In der Notaufnahme behandelt Assistenzärztin Miriam Dietz jetzt eine Dekorateurin nach einem Arbeitsunfall. Die 25-Jährige hat sich mit einer Nagelpistole an der Hand verletzt und wurde sofort von einer Kollegin ins Krankenhaus gebracht. Können Sie das Handy vielleicht ganz kurz weglegen? Ja. Ach so, ja, danke. Lisa, pack mal weg. Das ist jetzt wichtig hier. Es wäre gut, wenn Sie mir jetzt auch erzählen, wie das passiert ist. Ja, wir waren auf einer Messe am Arbeiten und ich wollte Stoff an so ein Brett befestigen, bin dann mit der Nagelpistole. Oh, ich weiß nicht, wie das passiert war, also in meinen Arm dann. Ja, aber du bist auch ganz schön schusselig. Also sie ist schon auch seit Tagen sehr unaufmerksam. Deswegen verstehe ich nicht, wie sie es geschafft hat, sich die Dinger da in den Arm reinzuhauen. Ja, haben Sie keine Schmerzen? Pack da jetzt mal das Handy weg. Ja, doch. Sieht ziemlich schmerzhaft aus. Ja, ne? Ja, eben. Also. Können Sie das jetzt einfach irgendwie schnell entfernen? Nee, ich kann das jetzt nicht einfach schnell entfernen. Wie lang sind diese? Das sind jetzt nicht diese richtigen, aber die sind halt schon etwas länger. Okay. Lisa, pack da jetzt mal bitte das Handy weg. Also Handy ist hier eigentlich auch verboten. Ich komme auf jeden Fall heute Abend. Ja. Ich denke, das geht jetzt erstmal vor. Hallo. Ja, Lisa, können Sie vielleicht einmal kurz aufhören zu telefonieren? Ja. Okay. Ich würde es jetzt einmal so machen, da ich nicht sehen kann, wie tief die wirklich drinstecken und ob die vielleicht den Knochen schon erreicht haben, wobei ich davon ausgehe, dass sie dann mehr Schmerzen hätten. Würden wir einmal ein Bild machen, ein Röntgenbild. Ein Röntgenbild. Und gucken, wie tief die... Das dauert ein bisschen, ja. Aber wollen Sie weiter mit den Schrauben in Ihrer Hand rumlaufen? Nee, aber das kann man doch bestimmt jetzt einfach... Also, ich möchte das... Ja, mal eben rausziehen. Genau, ich möchte das jetzt ungern rausziehen, weil ich weiß ja nicht... Können Sie mir vielleicht einmal zuhören? Hallo, Lisa, mit dem Handy hatte ich Sie gerade gebeten, das ist ja auch verboten. Super wichtig. Ja? Ja gut, aber ich meine, das sieht auch ziemlich wichtig aus, oder? Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass die Frau Hübner den Schmerz anscheinend gar nicht gespürt hat und das auch nicht beachtet hat, weil das sehr untypisch ist. Natürlich gibt es immer wieder Patienten, die unter Schock stehen und deswegen auch die Schmerzen nicht so wahrnehmen. Allerdings war es hier, glaube ich, nicht der Schockzustand, sondern eher, dass die Aufmerksamkeit so vollkommen bei was anderem lag. Lisa, hör jetzt mal bitte auf zu telefonieren. Frau Hübner. Vielleicht legen Sie das Headset auch mal ab. Genau. Können Sie auch Ihrer Begleitung geben und dann nimmt der Kollege Sie einmal mit, okay? Ja, aber du musst auf alle Nachrichten antworten und auf jeden Fall sagen, dass ich heute Abend Zeit habe und auf gar keinen Fall erwähnen, dass ich im Krankenhaus bin. Im schlimmsten Fall hätten wir jetzt im Röntgen gesehen, dass die Nägel den Knochen schon penetriert haben. Das heißt, wir hätten das Ganze operativ entfernen müssen. Im besten Fall ist es nur eine oberflächliche Verletzung und wir können die Nägel einfach so entfernen. Während die offenbar vielbeschäftigte Dekorateurin ohne ihr Handy auf die Radiologie gebracht wird, geht es für Miriam Dietz Schlag auf Schlag weiter. Im Behandlungsraum nebenan wartet ein Fitnessblogger mit extrem geröteten Oberschenkeln auf die Ärztin. Hallo, hi. Dietz ist mein Name. Ich bin die diensthabende Ärztin. Hallo. Wie heißen Sie? Klemm. Christian Klemm, ja. Herr Klemm, was führt Sie zu uns? Ja, wie Sie sehen, hier vorne. Oh. Okay. Wie ist das passiert? Ich habe ihm gesagt, er hätte die Sporthose vorher waschen sollen. Sie haben eine neue Hose? Genau, er ist Blogger. Das heißt, er testet von verschiedenen Sportfirmen verschiedene Produkte. Mhm. Und jetzt hat er halt eine Sporthose zugeschickt bekommen. Okay. Und er kann nicht warten. Und ich habe gesagt, er sollte sie waschen. Mhm. Okay. Und das ist vom Stoff passiert. Das ist irgendwie... War das ein harter Stoff? Oder ja, schon. Ne? Also... Empfindlich reagiert auf die Haut, ich kann das nicht Was sagen. Haben Sie denn gemacht mit dieser Hose? Ganz normal angezogen. Ja gut, er fährt aktuell mit meinem Fahrrad zur Arbeit, weil sein Auto kaputt ist. Ach so, okay. Wie weit ist das denn so? Ja, zur Arbeit und dann zum Sport, ne? Das sind schon ein paar Kilometer. Okay. Das brennt wahrscheinlich, ne? So ein bisschen, aber eigentlich jetzt nicht so extrem. Nicht so doll? Nee, es ist... Okay, gut. Alles noch easy. Okay, ich glaube nicht, dass das vom Stoff von der Hose kommt. Ich glaube eher, dass das durch die Reibung kommt vom Fahrradfahren. Mhm. Sagt man ja umgangssprachlich, wenn man sich zum Beispiel einen Wolf läuft, wenn man lange geht. Wäre wahrscheinlich gescheuert. Genau, es hat einfach sich wund gescheuert. Ja. In diesem Fall war es die Sporthose nicht schuld. Natürlich sollte man Kleidung vor dem Tragen waschen, weil es immer zu allergischen Reaktionen kommen kann. Das war in diesem Fall jetzt nicht so. Herr Klemm hatte sich einfach nur umgangssprachlich einen Wolf gelaufen oder in diesem Fall besser gefahren auf dem Fahrrad. Wir machen da nicht viel dran. Also wir machen ein bisschen Bikarbonatsalbe drauf, verbinden das, damit das nicht weiter scheuert. Ja. Und dann passen wir einfach auf, dass sie es trocken halten auf jeden Fall, dass es nicht entzünden kann, dass sich auch keine Pilze dort festsetzen können. Und decken sie es ab, damit sie nicht solche Schmerzen haben beim Laufen. 3-4 Tagen sollte es besser sein. So lange? Schon.
Okay, das war's dann jetzt aber erstmal. Können Sie von Ihrem Hausarzt kontrollieren lassen, ansonsten sehen Sie aber auch, wenn es abheilt. Alles klar. Wie jede Schürfwunde. Okay, wenn es zu irgendwelchen Komplikationen kommen sollte, sich entzünden sollte, so können Sie wiederkommen oder zu Ihrem Hausarzt gehen. Ja? Alles klar. Für Miriam Dietz ist die Arbeit hier getan. Sie eilt zurück zu ihrer Patientin mit den Nägeln in der Hand. Die Röntgenbilder offenbaren gute Nachrichten. Die Dekorateurin kommt um eine OP herum und darf heute wieder nach Hause gehen. Doch plötzlich klagt sie über unklare Beschwerden im Nackenbereich. Okay, also Sie haben Schmerzen? Ist sie Ihnen auch warm? Also ist jetzt hier ausziehen. Klar, ich habe Verspannung, das habe ich schon lange und so, aber das hat jetzt nichts mit dem Arm zu tun und der Enkel ist auch gerade ein bisschen warm geworden. Ich dachte, vielleicht ist das besser für ihn. Kommen Sie besser dran oder so. Wie lange dauert das, bis das verheilt, wenn Sie es jetzt rausgemacht haben? 1-2 Wochen, denke ich mal. Also, jetzt erstmal die Bilder sehen gut aus, es ist nicht am Trocknen. Das heißt, ich entferne das jetzt. Machen Sie einfach schnell raus damit, weil Sie machen das nicht schnell, Sie lassen sich betäuben. Wir würden Ihnen jetzt eigentlich eine Betäubung geben. Können Sie vielleicht. Mit dem Handy. Alles klar. Nein. Tschüss. Können wir das jetzt bitte einmal unterlassen? Das ist super wichtig, aber. Aber das ist auch wichtig. Oder wollen Sie jetzt damit wieder gehen? Okay. Immer ständig. Also, haben Sie jetzt verstanden, was ich Ihnen erklärt habe? Legen Sie den Hammer bitte ohne Betäubung und Nägel raus. Frau Hübner wollte auch keine Betäubung von uns zur Entfernung der Nadeln, was natürlich für uns verwunderlich ist, weil es schon sehr schmerzhaft ist. Außerdem zog sie sich mittendrin einfach die Bluse aus, was ich jetzt auch nicht den Grund sah. Also alles in allem schien sie ein bisschen neben sich zu sein. Das war's schon. Oh, klar. Dankeschön. Kann ich Sie einmal ganz kurz sprechen? Entschuldigung. Die Begleitung von Frau Hübner schien auch schon extrem genervt von dem Verhalten unserer Patientin. Deswegen habe ich sie dann auch mal zur Seite genommen und sie noch mal befragt, was denn wirklich los sei oder ob sie wisse, was los sei. Als ich auch gerade ihr Handy hatte, habe ich halt gesehen, dass sie sehr viele Termine noch hat. Ja. Und ich glaube, das ist nicht der einzige Job, den sie angenommen hat. Ich glaube, sie hat noch mehrere. Also, ja, glaube ich. Also, dass es so ist, weil ich da wirklich Nachrichten gelesen habe mit Treffpunkt und Hochzeit und alles. Aber von ihrem Privatleben wissen Sie jetzt nicht viel? Nein, also sie ist jetzt neu nach Köln gekommen. Okay. Also wir arbeiten auch erst so seit 3-4 Wochen zusammen. Ach so, okay. Genau. Okay. Aber sonst so hat sie hier auch keinen Anschluss und ist wirklich sehr unaufmerksam. Okay. Also ich finde auch, sie wirkt ein bisschen, es macht mir Sorgen auf jeden Fall, wie sie sich verhält. Und naja. Ich würde sie eigentlich eher gerne mal untersuchen, also vernünftig untersuchen und vielleicht auch hier behalten. Ja, wenn Sie meinen. Also ich glaube nicht, dass was bringt. So ja, wie die sie Sorge habe ich jetzt, auch, aber wir fragen Sie mal. Genau. Aber was muss, das muss. Können Sie noch mal mit reinkommen. So, Frau Hübner. Helfen irgendwie oder so? Nein. Geht schon, ja. Frau Hübner. Alles ja. So, wir haben Ihren Arm jetzt verbunden. Ja. Ja, das kann jetzt abfallen. Ja, die Sache ist, dass ich mir so ein bisschen Sorgen mache um Sie. Ne? Ihr Verhalten ist ein bisschen auffällig, sage ich mal. Also Sie sind, wirken sehr gestresst, Sie wirken übermüdet. Ja, ich hab's eilig, deswegen, also ich würde jetzt auch gern los. Ja, aber ich würde Ihnen nahelegen, dass wir Sie vielleicht zumindest mal untersuchen. Nee, aber nicht heute, nee, das geht nicht. Nein, wir müssen jetzt wirklich los. Und wir müssen alles in Ordnung. Es geht um Ihre Gesundheit. Ich mache mir schon ein bisschen Sorgen um Ihre Gesundheit. Nee, es ist doch alles gut. Was hast du hier mit deiner Bluse gemacht? Ja, Sie sind ein bisschen neben sich, habe ich das Gefühl. Mit Handy und mit einer Hand und überhaupt. Ja, das nehme ich jetzt auch mal wieder ab, weil das nervt mich so ein bisschen, dass du immer noch. Also ich möchte nicht hier bleiben. Und wäre jetzt echt dankbar, dann wenn wir fast den Eindruck, hätten. Dass Sie irgendwie eine Managerin sind und da Stress haben. Nee, aber ich bin wirklich noch einen wichtigen Termin. Okay, Frau Hübner, wenn das so ist, ich kann Sie nicht zwingen, hier zu bleiben, auch wenn ich es Ihnen wirklich ans Herz lege. Sie müssten dann aber bitte vorne unterschreiben, dass Sie gegen ärztlichen Rat die Klinik verlassen. Gut, mache ich. Okay. Ich begleite Sie nach vorne. Ich komme auch einmal mit. Okay. Ich komme mit nach vorne. Ich zeige Ihnen, wo das ist. Dann müssen Sie einmal schreiben und dann anstatt sagen, einfach mal Bescheid, dass sich vorbereitet. Du bringst mich dann jetzt auch nach Hause? Ja. Oh. Vorsicht! Vorsicht! Entschuldigung. Aufpassen. Ach so, das ist ja. Nee. Erstmal durch. Hat man ja Angst, sie nach Hause gehen zu lassen, wenn sie jetzt vor Betten rennen und Stress. Sollen wir nochmal zurückgehen? Ja. Ich fand sie ganz wehgetan. Hat sie sich gerade irgendwo verletzt? Ja, irgendwie mit der Hüfte irgendwie oder mit dem Kopf. Ja, Hüfte. Muskelschmerzen sind eh schon lange da. Komm, wir gehen jetzt nochmal aufs Zimmer und dann bleibst du schon ganz stark auf Schmerzen. Ja, kommen Sie einmal mit. Wir gehen mal zurück. Okay. Vielleicht nicht verkehrt. Man muss schon sagen, dass das zu dem ganzen Bild, was die Patientin geboten hat, gepasst hat. Diese Unaufmerksamkeit auch einfach, die sie an den Tag legte, dass sie dann gegen ein Bett läuft, was eigentlich nicht zu übersehen war. Deswegen habe ich der Patientin noch mal ganz
ganz eindringlich dazu geraten, sich wirklich untersuchen zu lassen. Erzählen Sie uns mal ehrlich, was mit Ihnen los ist. Ja, also ich habe schon seit längerer Zeit Kopfschmerzen, leicht schwindelig, auch ein bisschen übel, weil ich nicht so viel schlafe in letzter Zeit. Verspannung, aber... Aber Lisa... Sie sind ein bisschen auch unaufmerksam, ne? Ja. Haben Sie irgendwie... Also wie fühlt sich das an im Kopf? Also sehr schwindelig und auch oft Übelkeit. Okay, wie lange haben Sie das schon? Ja, schon ein paar Wochen. Okay, ein paar Wochen. Mit den, also mit dem Sehen ist alles in Ordnung, oder? Nee, also ist schon ein bisschen schwindelig. Ist, ja, hat man ja gerade gesehen. Ne? Okay, ja. Und das haben Sie öfter? Ja, doch, das kommt schon ein paar Mal vor. Okay, ich würde jetzt sagen, dass Sie wirklich hier bleiben, dass wir Sie einmal untersuchen. Weil die Symptomatik, die Sie schildern, ist schon was, wo wir es gerne abklären würden, ob in Ihrem Kopf nicht irgendwas ist, okay? Das heißt, genau, wir würden ein Bild von Ihrem Kopf machen. Ja. Mit dem CCT wollte ich nur ausschließen, dass es einen Vorgang im Gehirn gibt. Das heißt, entweder eine Blutung oder dass sie einen Schlaganfall hat, also einen Verschluss eines Gefäßes. Oder zum Beispiel eine Raumforderung durch einen Tumor. Und all diese Sachen kann man dann mit einer Bildgebung auch direkt ausschließen. Ob wirklich eine derart schlimme Erkrankung hinter der Verwirrtheit und den Kopfschmerzen der 25-Jährigen steckt, zeigt sich eine Stunde später. Mittlerweile wurde die junge Frau stationär aufgenommen, um sich in einem Patientenzimmer auszuruhen. So, wir haben jetzt Ihre Ergebnisse. Also, alles in Ordnung. Der CCT-Befund ist also das Bild vom Kopf ist vollkommen okay. Wie geht's Ihnen denn jetzt? Alles schon besser, aber es sind noch heftige Kopfschmerzen da. Okay, also Sie haben immer noch Schmerzen. Haben Sie was gegen die Schmerzen bekommen? Ja. Hilft nicht? Das war so. Ja, sind noch da. Das ist auf jeden Fall kräftig. Kommen wir gleich nochmal. Ja. Ich hole gleich nochmal was. Genau. Du kriegst jetzt erstmal dein Handy von mir zurück. Jo. Aber ich möchte, dass du jetzt mal ein bisschen ehrlich bist. So? Als du im Behandlungsraum warst, habe ich sehr viele Nachrichten gelesen gehabt. Auch sehr viele Anrufe bekommen, wann du zur Arbeit kommst, ob du überhaupt erscheinst. Und ich dachte, dein Job, den du mit mir zusammen machst, ist dein Hauptjob. Aber ich glaube, dass du irgendwie noch 15 andere nebenbei hast. Also ich habe jetzt noch 2 Nebenjobs und noch einen dritten Job, den ich dann nur ab und zu mache. Ja, aber reicht dir der Job nicht oder verdienst du nicht genug in unserem Bereich? Nee, das ist mir auf jeden Fall zu wenig. Und weil ich noch keinen Anschluss gefunden habe hier, bevor ich dann alleine zu Hause sitze, dann kann ich auch arbeiten gehen. Und da lerne ich ja schon dann Leute kennen. Dann machen wir das so, dass wir eventuell mit dem Chef sprechen, dass du eventuell eine Erhöhung bekommst, was Gehalt angeht. Aber dass du dann halt dich wirklich nur auf diesen Job konzentrierst, die anderen Jobs in den Himmel schmeißt. Und dann machen wir es auch so, dass ich mich dann ein bisschen noch mit rumführe und dich meinen Freunden vorstelle, damit du hier Anschluss bekommst. Freunde, da sollten Sie sich wirklich überlegen, weil also diese Symptome, die Sie zeigen, kann natürlich auch von Erschöpfung kommen. Ne? Und wenn Sie jetzt irgendwie 3, 4 Jobs haben, nie richtig schlafen, immer nur am Arbeiten sind, dann sind Sie natürlich erschöpft und Ihr Körper macht das auf Dauer nicht mit. Nicht, dass sie ja dauerhaft krank sind und gar keinen machen können. Das wäre eine Katastrophe. Ne? Ja, natürlich. Das kann auch, körperliche Schäden machen, wenn man das zu lange macht. Natürlich ist chronische Erschöpfung ein Krankheitsbild. Das kann auch massive Folgewirkungen haben. Es kann auch zu psychischen Langzeitschäden führen. Die Patienten können einen Burnout entwickeln. Die können lange ausfallen, nicht mehr arbeitsfähig sein. Und von daher ist es sehr wichtig, dass man von Anfang an gut auf seine Ressourcen achtet und auch auf sich selber und seine Gesundheit Acht gibt. Ja, gut, dann würde ich dein Angebot auf jeden Fall liebend gerne annehmen, dass wir mal auch zusammen Kölsch trinken gehen oder so. Na, wäre ich auf jeden Fall dabei. Können wir machen. Nicht gut. Direkt nach ihrem Klinikaufenthalt hat die 25-jährige Lisa ihre Zweit- und Drittjobs gekündigt und sich erst einmal Urlaub gegönnt. Mit ihrer Kollegin Melanie ist sie heute eng befreundet. Die jungen Frauen unternehmen viel zusammen und Lisa hat endlich das Gefühl, in Köln angekommen zu sein.